Hochmütige sterben hier früh. Ha! Der, der es wagt, sich mit mir anzulegen, stirbt hier vielleicht früh. Wer ist dabei? Ich bin dabei. Seit ich von der geheimnisvollen Insel hörte, die sich aus dem Meer erhob, träume ich davon, sie zu sehen. Ihr braucht ehrgeizigere Träume. Wo es eine geheimnisvolle Insel gibt, gibt's auch uralte Schätze. Der perfekte Ort für mich also. Bei den Titanen. Diese Insel ist riesig. Genug geredet. Runter mit euch. Meldet euch zum Dienst. Für die Föderation. Hallo Leute, hier ist euer Shikuma. Ja, heute spielen wir ein bisschen Terra. Und ich habe mir einen Berserker gemacht und werde ihn auf Level 60 hochziehen. Und ich lasse euch daran teilhaben. Ja. Wir fangen einfach mal an. Die Quests und so lese ich alles nicht vor, das ist alles ein bisschen zeitraubend. Da ich einfach so schnell wie möglich Level 60 werden will, denke ich, kann man sich das auch sparen. Wenn ihr euch jetzt irgendwie was anderes erhofft unter diesem Let's Play, dann müsst ihr woanders gucken. Ich möchte euch einfach nur auf die Reise bis zu Level 60 und darüber hinaus natürlich auch gerne mitnehmen. So kriegt ihr dann vielleicht auch den ersten Eindruck, insofern ihr Terra noch nicht kennt. Könnt euch das ein bisschen anschauen. Also Terra ist wirklich ein schönes Spiel, es macht Spaß. Die Grafik ist richtig nice, gefällt mir. Da fällt auch schon der erste um. Ja, mal sehen, wie schnell wir denn auf Level 60 hochkommen. Und Level 2. Am Anfang ist das ganze Spiel noch nicht gerade so spektakulär, aber sobald man Level 60 erreicht hat, ändert sich das. Viele Raids, viele Tagesquests. Also man hat eine Menge zu tun. Ich habe auch schon einen schon auf Level 60, eine Mage. Und eine Lance auf Level 45. Macht schon Spaß. Jetzt habe ich mir halt vorgenommen, einfach mal einen Berserker hochzuziehen und euch daran teilhaben zu lassen. Nette Worte. Lasst Taten folgen. Seid ihr noch nicht müde? Hey, die erste Fähigkeit, Zyklon. Na, das will ich nicht. Das will ich haben. Da. Direkt weiter. Ein paar Noroks killen. Da liegt auch schon der zweite.
Ja, am Anfang macht man noch nicht so viel Schaden. Autsch, autsch. Schuh. Meine Heilsphäre, kann man schön heilen. Ich werde alles aufsammeln. Am Anfang kann man echt wirklich jeden Scheiß gebrauchen, den man findet. Yay. Quest erfüllt und Level 3. Besser geht's doch gar nicht. Dann einmal schnell zurück. Quest abgeben und dann können wir auch schon direkt weiter zur nächsten Quest. Oh, Nuruk, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Also für alle, die das Spiel nicht kennen, die sollten sich es auf jeden Fall mal angucken. Es ist wirklich ziemlich interessant, macht echt viel Spaß. Und dann schauen wir uns den kurzen Prolog an. Jemand seiner Größe? Oder wenigstens kein Ferkel seiner Art. Schaltet ihn aus. Okay, das war jetzt kein Prolog, aber eine kleine Szene. Ich dachte mir, ich lasse sie jetzt einfach mal an. Ich schalte sie jetzt nicht so schnell weg. Hey. Direkt ein paar Items bekommen, die wir noch nicht ausrüsten können. Aber eine neue Axt. Packen wir es an. Und wieder eine Axt bekommen. Insel der Dämmerung. Nördlicher Ausblick. Ah. Wo ist er denn? Da. Da ist Nesia. Jagd auf Bestien. Abschließen. Die Runde machen. Und weiter geht's. Ja, auf der Minimap hier unten sieht man auch immer schön, wo man hin muss. Wo man Quests abzugeben hat. Der rote Punkt hier. Das ist jetzt eine abgeschlossene Hauptquest. Sieht man dann immer schön, weiß man genau, wo man hin muss. Wenn das jetzt gelb wäre, dann wäre es eine Region-Quest. Ich glaube, blau wäre Daily-Quest, wenn ich mich jetzt nicht irre. So kann man es halt immer schön sehen, wo man genau hin muss und dann weiß man, was man zu tun hat und was nicht. Und wo man noch eine Quest auf hat, sieht man gleich dann auch noch mal besser. Ja, komm. Ich kenne diesen Anfangsquatsch schon auswendig. Hier sieht man jetzt ein gelbes Fragezeichen, das heißt, da habe ich eine offene Quest bei dem NPC. Da ist auch noch eine, bei Rüdiger. So, jetzt müssen wir Trainingspuppen zerstören anhand von Bomben. Die rosten wir einmal aus. Einmal da. Und einmal. So,
Trainingspuppen zerstört. Reißt euch zusammen, Leute! Phew. So, ist er ja, der Rutger. Milene! Lagerfeuer. Sing das Lagerfeuerlied. Na komm, geh hoch auf 120. Los. Schneller. Los. Ja, mach schon. 19, 120. Sollen wir ein Talisman nehmen? Dann stellt man sich ans Lagerfeuer. Und dann hat man auch schon ein Talisman genommen. Auf zur nächsten Quest, zum Taktikausbilder Gurney. Können wir auch direkt wieder eine neue Fähigkeit erlernen. Plätten. Sammeln, sammeln, sammeln. Damit solltet ihr auch ziemlich früh anfangen zu sammeln, beziehungsweise auf euren Wegen durch die Quests. Immer wenn ihr was findet zum Sammeln, sei es Pflanzen, Essenzen oder Erze, immer aufsammeln. Denn später braucht ihr die und ihr könnt ab 250, wenn ihr alle drei auf 250 habt, kriegt ihr, glaube ich, noch ein Inventarreihe dazu. Auf jeden Fall ist es ziemlich gut, wenn man sich alle auf Maximum bringt. Jetzt sollen wir den Dekorstein finden, Detektorstein finden und 5 gestohlene Ausrüstung zurückbringen. Dann machen wir das auch mal direkt. Insel der Dämmerung, Insel der Dämmerung. Das ist ein Schild. Was steht auf dem Schild? Algotras Schild. TS aktiv, kommt zu uns. TS aktiv, ja, aber kommt zu dir, nein. Na, willst du wohl stehen bleiben? Chibam Chichi. So macht man dies. Das macht man gut. Ja, freilich. So, jetzt brauchen wir noch 2 Stück. 2 Stück, komm schon. Kavum. Kavum hat das gemacht. Aua. Er hat uns geschlagen. So, die Ausrüstung haben wir zusammen. Jetzt auf die Blume holen, die Himmelsblume. Für den lieben Jochun. Jochun. Kletter schneller, schneller, schneller.
Komm schon, kletter schneller. Los. Jawohl. Oh, nicht so langsam, mein Lieber. Bisschen schneller. Ja, geht doch. Himmelsblume pflücken. Pflück, 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 pflück. Pflück doch ein bisschen schneller. Himmelsblume gepflückt und weiter geht's. Und tschibum. Batzi. Fast tot. Nein, natürlich nicht. Da ist auch schon unsere erste Vedra-Pflanze. Pepam. Dun, 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 komm schon, roter Balken, verschwinde. Ich will dich nicht haben, ich will dich nicht haben. Genau, jetzt verschwindet er. Ja, endlich. Der nervt voll. Ich bin ein bisschen gaga gerade. Gaga, gaga, Adrian, den rechten Weg beschreiben. Bla, schna, schna, schni, schna, schnupp. Schibidibidibidibub. Bla, bliblub. Wo ist denn er? Da ist er. Was ist mit eurem Gesicht? Was ist damit? Und da will er Level 6 haben. Erstmal direkt zum Taktik. Ausbilder, wieder ein paar neue Skills lernen, beziehungsweise einen oder zwei, glaube ich, nur. Ein... Nichts Neues, eher ein Upgrade, aber... Besser wie gar nichts, ne? Später geht das viel schneller. Da levelst du und dann machst du... Ich kann so viele Skills lernen! Ein Wunder ist geschehen! Das dürfte echt witzig werden! Alles geht schief! Genau nach Plan. Für die Föderation. Kaputt. Kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Machen wir alles kaputt. Sporenmantler. Lass mich in Ruhe. Ach, du machst ja noch gar nichts. Boots. Voll umgenutzt. Ich habe ihn voll umgenutzt. Oh, da kommt noch ein zweiter. Auch kaputt. Und jetzt den letzten. Oh, ich lebe in diesem Zyklon. Es ist einfach richtig schnieke, schnieke, schnieke. Das ist auch noch wieder die Gillettes. Mag jemand mit dir spielen? Da haben wir schon auch einen Kompan. Hallo! Hallo! Willst du mit mir spielen? Mach mich nicht um. Mach mich nicht unglücklich. Mach mich nicht unglücklich. Kaputt. Hat er nicht erwartet? Hat er mich noch nicht kennengelernt? Aha, hat er auch nicht. Yes, we can. Yes, we can. Ha!
Ach. Da grüßt er die lieben Leute. Er grüßt seine Mama und seinen Papa und alle, die ihn und Xelotas kennen.